Hallihallo, jetzt geht's los mit Star Wars Battlefront 3 und ich muss sagen, ich habe noch nie im Battlefront Teil gespielt und ich habe es gerade eben gestartet und wir gucken erstmal, ich muss mal Grafikeinstellungen vornehmen. Ich habe jetzt im Menü 152 FPS und ich dachte mir, wir machen erstmal so ein paar Grafik-Settings und gucken uns das Menü an, weil man kann ja auch so ein bisschen das Menü vorstellen und den ganzen Spaß, bevor wir loslegen. Deswegen würde ich sagen, das erste Video ist Einstellungen und Testen der Framerate. Weil vor allem mein PC wird mit Sicherheit das Spiel nicht auf voll spielen können. Meine Spezifikationen kann ich mal kurz durchgeben. Ich schreibe es auch in die Kommentare. Also ich habe ein i7-860 mit 2,8 GHz, 4 Kern. So ein altes Mainboard, das war so ein mitgeliefertes von Acer. Und ja, die Grafikkarte ist eine GTX 770 von Gigabyte mit 4 GB Grafikspeicher. Und ich habe 8 GB Arbeitsspeicher von Corsair. Ich glaube, das ist von Corsair. Und getaktet ist, meine ich, mit 1333. Aber ich schreibe es nochmal in die Kommentare rein, wenn ich das nochmal nachgelesen habe. So, jetzt gucken wir mal. Controls, gut. Ja, das wird ja irgendwie selbsterklärend sein. Hier die Keybindings, aber ich will ja Maus-Settings, bla bla. Gehen wir zurück. Gameplay, was sagt uns Gameplay? Soldier-Kamera. Select Peon. 1P oder 3P Kamera ist der Default on Soldier Spawn. Okay, was auch immer das heißt. Soldier Sprint, Hold, Zoom Mode, Vibration, ja gut, das ist ja Gameplay Kamera, blablabla, Heads Up Display. Gut, wir haben jetzt einfach mal alles an, das ist ja Heads Up Display, Kill Log, Score Log, Show Partner Outline. Achso, da werden die Namen gezeigt von den Leuten, mit denen wir zocken, wahrscheinlich. Button Heinz, okay. Gut. Das ist Gameplay gewesen, Credits können wir uns nicht angucken. Dann gucken wir mal bei Audio rein. Master Volume, okay. Aha, dann stellen wir doch mal einmal auf Surround um. Weil, haben ja ein 7.1 Headset auf. Was ist das? Dynamic Range, Wide. Large Difference. Ja, wir haben ja Kopfhörer. So, oder ich habe Kopfhörer. Ihr habt was auch immer. So, speichert das automatisch? Ja, wunderbar. Ich bin es immer gewohnt, so speichern irgendwo zu drücken. Bei Spielen, die es mittlerweile neu rauskommen, speichert es on the fly sozusagen. Bin ich mir immer unsicher, ob es gespeichert hat. So, gucken wir mal. So, für Farbenblinde haben sie hier Einstellungen. Moment, ich versuche immer lauter zu reden, weil die Musik immer lauter wird. Monitor, ich bin auf dem ersten. Ich habe ja 3 Stück, also wir bleiben auf dem. Fullscreen Resolution. Ja, 4K habe ich leider nicht. Würde meine Grafikkarte wahrscheinlich auch nicht schaffen. Wobei, würde vielleicht schaffen, aber weiß ich nicht. Fullscreen Mode, klar. Das sind die Frames per Second. Ich glaube, das ist das, womit das auch aufgenommen wird, das Shadowplay. 60 FPS steht drin. Naja gut, wir kommen eh nicht auf 60 FPS wahrscheinlich. Vertical Sync ist off. Das frisst nur Leistung und ist kaum was zu sehen davon. Field of View, okay. Motion Blur, Amount, 50%. Ich lasse es einfach mal so erstmal. Resolution Scale bedeutet just internal rendering resolution. Values below 100%. Increase Performance, Values Above, Increase Rendering Quality through Super Sampling. Okay. Weiß nicht. Also wir haben hier auf automatisch, Texturqualität ist auf hoch. Können wir hier Auto, Low, Medium, High, Ultra, Custom. Okay. Ich mach mal Auto. Weil Auto hört sich gut an und dann gucken wir gleich, wie es im Game aussieht. Ich werde ein paar Mal wieder zurückkehren ins Menü.
Texturqualität, das ist klar. Texturfiltering, okay. Adjust a level of anisotropic texture filtering. Okay. Lightning Quality. Shadow, klar. Effekte. Post-Process. Ja, Post-Process Frist. Post-Process Frist. Auch ziemlich viel. Mesh Quality. High. Alles auf High. Unglaublich, dass er mir automatisch alles auf High stellt. Anti-Aliasing. Okay. Ambient Occlusion. Ja gut. Ja, sieht alles ziemlich gut aus auf High. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal Play. Und Multiplayer, nein, ich würde erstmal Singleplayer. Be among of the first, get the latest on... Was? Get the latest on Star Wars Games. Sign up, okay. Pre-order. Achso, das sind hier Käufer. Missions can be completed alone or with a friend. Learn about the game. Battle your friend or complete thrilling competitive challenges. Ja, mit Freund oder alleine oder... Ja, mit Freund oder eben alleine spielen. Singleplayer. Machen wir mal Training, oder? Ja, können wir leider nicht. Battles auch nicht. Survive waves, of increasingly more difficult Imperial Forces. Wir probieren es einfach mal. Das ist auch nicht ein Beta Survival irgendwas. Das hier auch nicht. Also das sind die Maps, die man auswählen kann. Aber Tatooine kann man. Tatooine ist ja der Planet, von dem, auf dem der Anakin gefunden wird. Und das ist ja interessant. Also ich bin kein riesiger Star Wars Fan, müsst ihr wissen. Also ich habe alle Filme gesehen, klar. Aber wie gesagt, so ein... Das ist mein erstes Star Wars Spiel, was ich je gespielt habe. Mission Brief, bla bla. Ja, das ist uns klar. Wir machen Difficulty Normal und Singleplayer. Wir probieren es einfach mal. Es sind jetzt 200 FPS, der lädt. Normalerweise hat man es ja so, dass die Frames im Ladebildschirm stark droppen, was jetzt auch passiert ist, kurz auf 18 gedroppt. Start. Blasters, Hands. Ach, wunderbar. Wir können uns hier Waffen aussuchen. Was wollen wir? Heavy Blaster. Irgend so ein komischer Pistole. Ein Blaster Rifle. Und ein... Noch ein Blaster Rifle. Ich glaube, ich nehme mir das Ding. Und in den Händen, Primary. Irgend so ein Spaß, keine Ahnung. Mal gucken, was das alles ist. Jump Pack. Gut, Jumpback haben wir alles. Ja, primär, komm. Und Start. Gucken wir mal. 103 FPS noch, 104. Not my best landing. Hey, let's go. Bin gespannt, wie ich mich gleich schlagen werde. Wahrscheinlich werde ich sofort abgeknallt. Okay. Okay, mit C wechseln wir wohl die Perspektiven. Mit C. V schlage ich. Mit C wechseln wir hier die Schulterperspektive. Mit X kann ich mich hinhocken und sitzen bleiben. Oh, komm wohl von überall irgendwie. Ah, nachladen müssen wir nicht. So, ich würde gerne wissen, wie ich wieder in die First Person Perspektive wechsel. F. D nicht. B, M. Alt. Y. Funktioniert alles nicht. Okay, ich muss mit der Steuerung nachgucken. Settings. Controls. So. Key Bindings. Blablub. Space Jump, klar. Sprinten. Riechen, Left Mouse Button, Switch Primary, V, Melee,
E, Interact, Foreboard, Tab, Kameraperspektive, P1, B3, Toggle, C. Okay. Ja, Perspektive 1, Perspektive 3. Und was ist Perspektive 2? Kann man nicht irgendwo auswählen. Alt-Chat. Bitte ist irgendwie nicht dabei, oder? Ich habe es gerade überlesen. Ah, C halten. Komme ich wieder in die Ego-Perspektive. Wunderbar. Wie kann ich meinen Jetpack benutzen? Mit 3. Geil. Oh, Granatwerfer. 1. Gut. Wo muss ich jetzt hin? Zeigt mir wahrscheinlich an, wohin ich muss. Nur blicke ich es gerade nicht. Es tut mir so leid. Ah, da unten. Ich muss nicht nachladen. Ich drücke die ganze Zeit auf R. Aber ich muss nicht nachladen. Die Waffe überhitzt einfach nur. So. Ich habe jetzt 70 FPS gehabt und ich würde mal sagen, wir probieren ein bisschen die Video-Settings ein bisschen hochzustellen. Die Landschaft gefällt mir an sich sehr gut. Sieht alles sehr schön aus. Was passiert, wenn ich das auf Ultra stelle? Back. Back. Und Resume. Ich spiele auf... Hat es direkt schon umgestellt? Habt ihr das irgendwas gesehen? Moment, ich probiere es nochmal aus, weil kann ich gerade nicht glauben. Nee. Sind wir? Doch, Ultra. Auto. Low. Back. 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 Okay, auf Low spiele ich mit 120 FPS. Und Settings, Video. Und wie es aussieht, kann ich das auf Ultra spielen. Und Resolution Scale. Resolution Scale. Ich kann das nicht aussprechen. Mein Gott. Stelle ich und wir spielen mit 59 Bildern. 60 Bilder. Was ist das denn? Achso, ich muss es einnehmen. Ah, ich konnte das nicht. Ja, gut. Nicht geschafft. Geht mir. Cool. Gut machen. Okay. Irgendwo läuft irgendwas rum. Karten sind sehr nice gemacht. Oh, 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 oh. Okay, ganz schnell hier zu 1 wechseln. Boah, wie geil, das zerfällt hier alles, wie Hammer. Wow. Wo ist er? Wir töten ihn jetzt. So.
mach dich kaputt, Junge. Bam. Wunderschön. So, diese Dinger, keine Ahnung, was sie tun. Oh, kann ich wohl. Scharfschützen? Herrlich, ich liebe Scharfschützen. Wo sind die? Da. Kopfschüsse. Kopfschüsse funktionieren, jawohl. Das ist sehr nice. Guck, wo die sitzen. Da muss man sich gewöhnen, aber das sieht so nice aus. Echt richtig geil. Richtig geil. Ja, ja. Irgendeine Attack Formation. Ich muss gleich mal an diese Attack Formation. Hm. Oh fuck. Ja, wie kann ich das Ding wieder verlassen? Okay. Komisch. Ich habe jetzt eh gedrückt die ganze Zeit. Der hat es nicht verlassen. So. War ein bisschen. Was bist du für einer? Wow. Wunderschöne Explosion. Immer noch 70 Bilder pro Sekunde. Ich finde es herrlich. Hätte ich echt nicht erwartet. Echt nicht erwartet. Vor allem, weil bei empfohlenen Systemeinstellungen 16 GB Arbeitsspeicher angegeben ist. Und eine GTX 960, meine ich. Das ist ja ein bisschen mehr, als ich habe. ATST? Was? Achso, das ist so ein komisches Ding. Gucken wir mal, wo es ist. Komm ich da hoch? Da. Ach Gott, verdammt, wie geil das aussieht. Leute, das ist echt so herrlich. Sehe ich nur die Texturen an. Also ich habe gelesen, dass die wohl die Steine mit so einem 3D-Scanner aufgenommen haben. Und die dann hier eben eingepflegt haben. Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt. Aber könnte ich mir vorstellen, so schön wie die Texturen hier eben aussehen. Wow, was ist denn hier los? Ja, von hinten abgeschossen. Sieht sehr nice aus. Kollege. Wow, shit. Abhauen. Nein, nicht darunter. Ich werde jetzt sterben, Leute. Ich glaube, ich werde sterben. Imperial hand.
Okay, da hat wohl so eine tote Zone hier unten drunter. Oh, der hat mich zerquetscht. Alles klar. Ja. Wollen wir nicht. Spend Life wollen wir nicht. Ich gehe jetzt zurück. Und ja, da haben wir einen schönen Einblick gekriegt. Also mit den Systemvoraussetzungen, die ich habe, könnte man das Spiel, so wie es aussieht, in wunderschöner Grafik spielen. Ich werde jetzt das Video beenden. Ich werde es hochladen. Während es hochlädt, werde ich das nächste aufnehmen, und zwar im Multiplayer. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert mich natürlich, macht Kommentare drunter. Vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps noch für mich, wenn ich irgendwas besser machen kann. Was mache ich nicht so gut? Wenn ich irgendwas gut mache, dann schreibt es natürlich auch rein. Lob ist immer gut. Ja, und ich wünsche euch noch viel Spaß. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ladet euch das Spiel auf jeden Fall runter. Es ist kostenlos bis Sonntag, glaube ich, jetzt. Unter Origin, also das ist ja dieser EA. Ja, Downloader sozusagen. Und zockt es auf jeden Fall an. Es macht höllischen Spaß, zumindest bis jetzt. Und es sieht nice aus. Viel Spaß, bis dann.